Gut gemacht, Psycho Dad. Ein Koch, immer bereit, um zu helfen. Er hat Hunger und isst rohe Kartoffeln. Während Chefkoch die letzte Mahlzeit isst, die er finden konnte. Ah, was kommt denn das schon wieder? Mein Gott, schon wieder die Leute der weißen Küste. Greifen die sofort an oder gucken die erstmal? Hm, das sieht aus, wenn die sofort angreifen. Da ist ein normaler Langbogen. Hinter die Steilwand gehst du bestimmt nicht. Marina, du gehst dahinter. So, dein Bruder oder Schwester, was das war, die kann dahin. Psycho Dad nimmt gerade mal einen Bogen. Oh, Mie schafft das bestimmt nicht mehr in Zeit. Bleib da oben, Mie. Au! Alter, Chefkoch, pass da oben auf! So, gibt es irgendeinen von denen, der langsam läuft gerade? Bissnarbe. Nee. Weil sonst hätten wir den einholen können, vielleicht mit jemandem und den dann platt machen. Aber schon wieder keinen gefangen genommen. Ja, meine Bewohner brauchen was zu essen. Darum wollte ich mich jetzt kümmern. So, Chefkoch kocht jetzt. Chefkoch. Was kann im Moment wichtiger sein? Kochen ist da auf 1 bei dir. Ach, der holt das Essen von draußen anstatt aus dem Lager. So, ich nehme jetzt gerade lieber die Fackeln. Die wärmen den Raum ein bisschen auf. Und sind jetzt gerade besser als mit dem Strom hier rum zu hantieren. So, Tier. Bewegt euch mal im Heimatgebiet. Kann Wildschwein transportieren? Ja. Gut. Dann mache ich aus dir ein Transportschwein. Die Energiewaffe scheint zu stark zu sein. Schwächere Waffen hinterlassen sehr häufig geschockte Gegner. Ja, das Lager ist voll. Nein, die Brocken sind aktuell nicht markiert. Chance, das zu trainieren. Das Schwein.
Wenn du sehr hungrig bist, warum isst du nicht einfach? Die kaputten Leute. So, dann könnt ihr da auch wieder sehen. Oh, Sonneneruption. Ein Traum. Ich glaube, jetzt verwest mir der Affe. Der braucht echt gute Hocker. Hut ab. Oh, Jinx ist zusammengebrochen. Jinx hat Demenz. Wem gehört denn Jinx? Keine trainierbare Intelligenz. Wahrscheinlich verloren, weil die Demenz bekommen hat. Aber es haben zwei nichts zu tun, weil Stromausfall ist. Beziehungsweise Sonneneruption. Da kann ich jetzt Forschung und den Desk bedienen. So, der Sonnensturm ist vorbei. Gut. Dann können wir direkt weiter forschen. Sorry, Jinx, aber wir müssen dich echt einschläfern. Weil wir können ihr nichts beibringen. Sie rennt rum, sie hat Demenz, sie wird irgendwann uns angreifen. Dann wird die Katze auch sterben. Sie frisst halt auch im Moment alles nur weg. Und ja, Jinx lebte seit Anfang an mit uns zusammen. Aber auch Tiere müssen mal gehen. Tiere, ich weiß nur, als mein Meerschweinchen gestorben ist, mein Vater zu mir gemeint hatte. Bevor ich das wusste, kam der zu mir und hat gesagt, Junge, Meerschweinchen leben nicht ewig. Und ich, nein! Timo, was ist mit ihm passiert? Der Arme, damals. Dann hat er ein Tupperwarenbegräbnis bekommen. Und ich habe ihn später wieder rausgeholt. Ich brauche keine Batterien. Ich mache alles mit befeuerten Generatoren im Moment noch. Und die könnten... Ja, ich könnte zwar einspeichern die Energie, aber ich brauche es nicht. Ich habe Heilwurz angebaut, da links. Man heult immer, wenn das Tier eingeschläfert wird. Das ist ja wohl total normal. Als wenn dann irgendjemand eine Party macht.
voll. Wie Psycho-Dad eigentlich der Einzige ist, der hier arbeitet. Und ohne Scheiß, jetzt hat er, glaube ich, schon dem Schwein versucht, 5-mal beizubringen, gehorsam, und der kriegt es einfach nicht gebacken. So, einfache Prothesen. Fortschritte in der Metallverarbeitung und erweiterte Anatomiekenntnisse erlauben dir die Herstellung einfacher Prothesen. Da sind die bionischen Gliedmaßen. Einfach günstige Sachen gerade forschen. Scheiß drauf. Warum soll ich Solar plus Energie bauen? Leute, guckt doch mal den Aufbau von meiner Anlage. Ich habe genug Energie, um alles zu betreiben mit den Generatoren. Warum soll ich jetzt Solaranlagen bauen und mich mit Batterien rumplagen, wenn ich den Strom nicht brauche? Hat schon wieder versagt. Oh, endlich kommt ihr mal dazu, die Bäume zu fällen. Die zweite Klimaanlage ist aus. Meine Güte. Die Sau ist nicht dumm, glaube ich. Ich glaube, die Sau ist intelligenter als Marina, die trainieren will. Und es gibt mehr als genug Holz, um die Generatoren im Moment laufen zu lassen. Deshalb alles gut. So, ein toter Affe. Ist wahrscheinlich an Altersschwäche gestorben in unserer Umgebung. Oder hat Marina nackt gesehen. Da tragen sie den ganzen Mist rum. Ist gerade nicht so spannend, ich weiß. Hat aber damit zu tun, beziehungsweise ich bin eigentlich glücklich, dass es gerade nicht so spannend ist, weil wenn es spannend wäre, wäre ja voll doof für mich, weil dann wieder meine ganzen Leute verletzt werden und dann sitze ich hier und bin am Heulen. Löschschaumwerfer. Da weiß ich nicht, ob ich das gut heißen kann. Na, habe ich diesmal genug Holz? Ja, sorry, Schmelzofen.
Tja, den hast du schon verpasst. Ach so, die Leute reden über ihre unterschiedlichen, wie heißt, Aufbauarten. So, warum will denn keiner was transportieren? Und du musst kein Arzt sein. Genau, du putzt jetzt erstmal. Psycho Dad, Psycho Dad. Baut alles, was du so brauchst. Mehr Lager, mehr Lager, mehr Uran, mehr Uran. Kannst du bitte was anderes spielen? Wird langweilig mit der Zeit. Ja, natürlich, wir spielen jetzt ein anderes Spiel. Erforscht den Schmelzofen. Ja, machen wir gleich. Den elektrischen hier unten. Der kann zum einen die Schlacke einschmelzen und auch später die Mechanoiden, oder? Ne, Waffen kann ich darüber auch einschmelzen, um ein bisschen Kohle zurückzuholen. Wenn mal nichts passiert, sagen die Leute, wie langweilig. Wenn mal Sachen passieren, bin ich tot. Muss wieder von Anfang anfangen. Die Leute sagen dann, ist ja doof, du musst ja schon wieder eine neue Season anfangen. Mach es doch allen mal recht. Am besten erhängt man sich beim Livestream und dann können die Leute darauf wetten, wie lange du durchhältst am Strick. Damit kriege ich die 10.000 Abos hier auf Hitbox. Vor allem ist es ja auch international dann. Jeder auf der Welt kann mich ja dann verstehen. Und ich sag, Björde war schuld. Wenn Akte XY zu euch kommt, müsst ihr sagen, Jordel war's. Danke. Hätte eine Frage, was bringt das denn alles, mit einem Dach zu bebauen? Am Lager zum Beispiel. Es hält den Regen ab und schützt vor Verwitterung der Teile. Der hat so wenig Bock auf Kochen. Aber er macht's, weil er ein netter Typ ist. Ich weiß auch nicht, was ich hier gedacht habe, was ich für ein Haus baue. Weil es einfach super hässlich ist. Wow, es hat inzwischen sogar was gelernt, das Wildschwein. Chefkoch, sein Asthma muss behandelt werden. Juhu, wir haben auch wieder Holz im Lager. Jetzt wird alles gut.
So, ihr lasst euch jetzt zwangsarbeiten. Ihr sollt gefälligst nur in den Freizeitzeiten euch Freizeit nehmen. Oh, ein seltener Tumbus. Nee, danke. Wenn ich ihn angreife, ärgert er mich wieder. So, Psychodad hat nichts zu tun. Warum hat Psychodad nichts zu tun? Er könnte Jäger sein. Nein. Tierpfleger, nein. Aufseher, auch eher nicht. Handwerker kann er auch noch machen. Er reinigt ja nichts und wir könnten Steinmetz machen. Aus, mach mal Granitblöcken. Ja, Tumbus, lauf bitte durch mein Lager durch. Granit habe ich auch die meisten Blöcke. Ich möchte gerade nicht noch mehr Energie verbrauchen über Lampen. Deshalb nutze ich die Fackeln. Scheiß drauf. Das, vor allem eine Fackel läuft mit 20 Holz irgendwie 15 Tage oder 16 Tage. Ich werde das dicke Ding da hinten nicht zähmen. Den Tombot. Vor allem ist es nahezu unmöglich für einen von Level 6 oder 7 bei Zähmen den Tomboy zu zähmen. Ich glaube, dann ist die Chance super gering. Super duper gering. Doppelt super gering. ...35 × 4, 40, 80, 120, ein verrücktes Tier. Eine Kobra, die kommt von Süden, da machen unsere Geschütze das. Oder auch nicht. Dann halt so. ...2,5% ist nicht die Chance, dass es nicht gelingt, sondern es ist die Chance, dass das Tier aggressiv wird beim Zähmen. Die Leute müssen hier nie auf Klo. Obwohl, das wäre eigentlich ein super Update für Alpha 15. Kolonisten müssen auf Klo. Mach ein neues Unterwassersystem. Nein. So, kochtechnisch ist ja wenigstens auch alles durch. Juhu, der Reis ist durch.
Moment. Pflanz lieber den Mais an, anstatt den Reis. Mais bringt einfach mehr. Da kommt einfach mehr raus. Braucht zwar länger zum Wachsen. Und ich erhöhe noch den Waldanbau. So, Zone und Gebiet. Wir machen hier unten noch ein Dach hin. Dann sind die Sachen auch vor den Wetterbedingungen geschützt. Gut gemacht, Psychodad. Wenn der Aufenthaltsraum schon mal mit den Granitplatten belegt wäre, dann wird das schon mal ein bisschen besser aussehen. Da sehen wir schon, wie das Aussehen hochgeht. Die minus 0,14. Und jetzt geht es in den neutralen Bereich schon rein. Ich glaube, für den zweiten Raum reicht es noch nicht. Man nennt ja nun die Kolonie in No Man um. Gar nicht. Weil es gibt ja nur Psychodad. Und Psychodad war gar nicht bei No Man drin. Dann müssten wir hier auch einen L Bundy drin haben. Wer ist denn richtig faul? Dann nennen wir den einfach Bundy. Weil er einfach nichts kann. Nicht mal Schuhe verkaufen. Mir hatten wir auch irgendwann mal so bekommen. Mal gucken, wie alt war Mir? 36 Jahre biologisch. Tut mir leid, Franzi. Es geht nicht Franzi Zockerbraut, es geht nur Franzi. Wir machen einfach Peggy. Aus ihr machen wir jetzt Peggy. Peggy kann nichts, Bundy kann nichts. Ja, ich denke auch, dass sie zum jetzigen Stand wird die Kolonie lange leben können. Problematisch wird es erst, wenn alle tot sind.